Merhaba, hier aus der Türkei. Wir sind Robin und Julia. Zusammen mit unserem Camper Vanessa haben wir nach 16 Ländern Europa verlassen. Und nun sind wir in Asien gelandet. Wir freuen uns auf neue Eindrücke und spannende Erlebnisse. Begleiten uns doch auf unserer weiteren Reise durch ferne Länder. Moin! Guten Morgen! Ja, wir haben hier auf dem wunderschönen Platz geschlafen. Es war ein Geheimtipp von Grüße an Anna und Victor. Es ist so spektakulär hier zu stehen und... Ja, dieser wow. Canyon hier im Hintergrund, der ist schon richtig krass und diese Steilklippen. Und ich weiß nicht, jetzt sieht man es natürlich nicht, aber wir stehen hier auf so einer Steinbrücke, auf so einer natürlichen. Es ist ein bisschen beängstigend, aber richtig, schon richtig cool. Gut, ja. Ja. Und das Vorhaben ist heute, wir wollen auf jeden Fall schaffen, zu paddeln im Canyon, so richtig geil sein. Und wir haben einen Tipp bekommen, dass man in so einen richtigen Canyon reingeht. Das heißt, so einen Meter bist du zwischen riesen Felswänden und da kann man wohl lang spazieren. Ja, ich denke, das machen wir zuerst, weil dann sehen wir schon mal auf der Fahrt, ob wir irgendwo anhalten können und unsere Paddelboote reinsetzen, weil hier ist ein bisschen schwierig. West coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might never make it out alive. Plans are changing, rearranging all the time. So come away with me. Let's break free. We could fall asleep where the land and ocean meet. Wake up to the sounds of no one around. And as the sun comes up, the glow will show us where we need to go. Always waiting, so frustrating, let's just drive. Ich bin ja jetzt schon die ganze Zeit am Suchen. Wir wollen hier irgendwo runter. Aber wie wir da wirklich runterkommen, wissen wir noch nicht. Wir suchen die ganze Zeit schon Weg, aber irgendwie, ja, sind hier nur steile Felswände. Ha, schwierig. Vielleicht, also da unten, wollen wir nachher vielleicht auch mit Kajak rein, morgen oder so. Aber da müssen wir irgendwie hinkommen, um hier in die Schlucht zu gehen. Vielleicht können wir da außen rum oder so. Wir haben endlich hier einen Trampelpfad gefunden. Wir haben echt lange gesucht. Da oben standen wir vorher. Und hier jetzt runter, da unten ist ein Bootssteg. Und dann kommen wir zumindest am Wasser und können vielleicht reinkommen in den Canyon. Mal sehen. Jetzt ist hier Tatsache, also irgendwie ein Wanderweg, ein offizieller. Aber wir sind auf jeden Fall diesen kleinen Pfad da. Das war kein offizieller Wanderweg. Ich weiß nicht, irgendwo muss es hier noch einen einfacheren Weg hingeben, hinführen, als den, den wir genommen haben vorhin. Aber jetzt sieht echt ganz stark aus hier schon. Schau mal, sieht richtig gut aus hier. Wow. Ist halt voll was, ja. Mega. Richtig, richtig cool. Kind. Naja, aber ein bisschen Spaß muss sein. So, jetzt wird der Weg ein bisschen schmaler und abenteuerlicher. Ich freue mich schon richtig reinzugehen. Vorne war noch ein bisschen weitläufig, aber jetzt wird es ein bisschen abenteuerlicher.
Wird nice. Ja, also es ist richtig, richtig spektakulär. Also so einen krassen Canyon, also hatten wir schon, denke ich, aber der ist also mit so einem guten Weg auf jeden Fall noch nicht. Nee, der ist schon richtig, richtig nice. Die engen Wege hier, ja. Sieht schon richtig cool aus. Also, und ich weiß nicht, es ist schon sehr, sehr beeindruckend, ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall einer der Top 3 an Canyons. Ja, ich denke auch. Wir waren schon viel Canyons, das hat was zu bedeuten. Mhm. Wow, sieht richtig krass aus. Ja. Wow, wie gut sieht das bitte aus? Ja, echt, also als hier mal Wasser durchgeflossen ist, da war es auch eine richtig krasse Klamm einfach, aber da habe ich ein bisschen Wasser gesehen. Eine Leiter gefunden. Ach, na ja, ab jetzt geht es vielleicht ein bisschen abenteuerlicher voran. Vorher alles nur flach und jetzt... Ja, eine Leiter. Eine Leiter. Zumindest mal irgendwie ein bisschen kraxeln, ein bisschen klettern. Freut mich. Und sieht auch echt neu aus, ne? Ja. Naja, aber die Leiter ist gar nicht so richtig festgemacht, ne? Nee. Also die Leiter an sich ist stabil, aber die ist nirgendwo, hat den Ankerpunkt im Fels oder ähnliches. Ja, der Weg ist auch gut. Wieder nichts für allzu dicke Personen. Ah, das Wanderwegzeichen. Ja. Alter. Krass. Auch krass. Das Ding super krass. Das Ding super krass. Der ganze Canyon super krass. Super krass. Also wirklich, es ist so krass. Es ist halt echt super, super beeindruckend wieder mal. Die Landschaft hier ist wow. Man kommt eigentlich aus den Staunen gar nicht mehr raus. Man geht und geht und geht und überall so, sieht man wow, irgendwas wow. Krasses. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, wir sind jetzt bestimmt schon 4-5 Kilometer gegangen. Bestimmt. Und es kommt immer mehr, es kommt immer mehr. Wir fragen uns, wann ist endlich das Ende? Aber naja. Also ich würde hier mal gerne mit Promi lang fliegen, mit der Drohne, aber leider habe ich sie schon leer gemacht, hat keinen Akku mehr. Sehr, sehr schade. Ich hätte es mir aufheben sollen für jetzt, weil das hier ist, glaube ich, schon richtig, wow. Richtig spektakulär. Richtig, richtig krass. Ja, wir sind jetzt endlich aus dem Canyon raus und sind hier bei so einem echt Bauerndorf mitten im Nirgendwo angekommen. Also die Häuser, das sieht auch alles schon, also sieht alles sehr ursprünglich aus. Sehr in die Jahre gekommen. Ja, aber jetzt gehen wir hier nur so einen normalen Feldweg lang. Zurück zum Auto, da passiert nichts mehr Spannendes. Also, ja, wahrscheinlich sehen wir euch beim Auto. Wir sind jetzt zurück an Nessie angekommen, endlich. Es war jetzt echt ein langer Weg, länger als ich eigentlich dachte, weil wir wussten halt nie, wo wir zurückkommen, aber wir haben es ja schlussendlich irgendwie geschafft. Ja, die Sonne ist schon untergegangen, das heißt, für uns ist gleich schon fast Schlafzeit. Schmeißen uns noch ins Auto und machen noch mal schön was zu essen. Aber ich denke, wir melden uns schon mal ab und wir sehen uns morgen zum Paddeln wieder. Gute Nacht. Dreamer, losing.
thoughts of the deep end, drowning out my fears with tears instead. Wir haben jetzt hier unten geparkt mit unserer Nessie. Ich habe schon das Subboard auf dem Rücken. Neo ist schon an. Paddel dabei, Schwimmweste. Ja, und dann gehen wir jetzt mal runter. Gucken, ob wir, wo wir anlegen. Ob wir schon irgendwo vor dem Steg anlegen können. Mhm. Oder halt erst am Steg, da wo wir gestern waren. Weil, naja, der Steg ist schon noch recht weit weg. Aber auch. Ich denke, das geht. Also ein Subboard hier irgendwo ins Wasser schmeißen und dann einfach reingleiten. Es wird auf jeden Fall schön. Ich freue mich richtig. Ja, ich freue mich auch. So, wir haben jetzt einen Platz gefunden, wo wir das Subboard gleich ins Wasser schmeißen und selber raufspringen und hier anlegen. Robin pumpt gerade noch das Subboard auf, das Fleisch ist dabei. Ja, und ich schaue zu, so wie sich das so gehört. Ich will auch mit. Ja, ich komm wieder, ich komm wieder. Komm auf, meine Süße. Ja, ist echt ganz lustig, mal wieder zu paddeln und vor allem mit der Aussicht. Wunderbar. Ich bin schon gespannt, wie die Fischer reagieren, weil hier kommen sonst nie Touris hin. Und ich glaube, im Subboard ist hier noch nie jemand lang gepaddelt, wahrscheinlich. Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, ja. Super lustig, die sind gerade eben vor uns gefahren mit ihrem Fischerboot. Dass wir vorbeifahren müssen, um dann mit uns zu quatschen. Natürlich nur auf Türkisch, wir können kein Türkisch. Bisschen schwierig. Aber mit Zeichensprache haben sie es zu verstehen gegeben, dass sie uns auf ihrem Boot mitnehmen wollen. Aber leider in die verkehrte Richtung. Sonst wäre es bestimmt ein lustiges Erlebnis gewesen. Aber sie waren schon sehr irritiert. Warum wir hier auf einmal sind. Durchaus irritierende Blicke bekommen. Wir haben ja vorher schon gefilmt und fotografiert. Aber sehr freundlich, haben gewunken und so. Und das war schon lustig. Also die Landschaft ist echt beeindruckend hier. Diese richtig, richtig hohen Klippen und so. Richtig krass. Haben wir also so hohe Klippen und dann Paddeln, das haben wir auch noch nicht gehabt. Und hier sind auch noch so echt viele kleine Höhlen drin und so, schon echt krass. Oh Gott. Da sind wir also drüber gefahren. Ja, also das sieht ja schon echt richtig, richtig krass aus und das ist unser Ziel. Da standen wir ja gestern mit unserem Auto oben drauf. Das war schon wow. Krass, ey. Naja. Also, ich bin froh, dass ich das da vorher drauf stand. Jetzt möchte ich mich, glaube ich, nicht mehr trauen. Sieht tatsächlich nicht ganz so stabil aus. Ja, absolut recht. Aber wow, das ist auf jeden Fall unser Highlight. Wow. Schon krass. Absolut.
Da oben standen wir mit dem Auto drauf. Von oben kann man das gar nicht so sehen, wie die Höhle hier richtig aussieht. Aber absolut, absolut spektakulär. Wow. Also so ein, weiß ich nicht, Riesenhöhle oder Bogen oder wie auch immer. Ist alles ausgehöhlt hier von irgendwann mal, vom Wasser. Ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Das hier war jetzt unser Ziel. Jetzt machen wir uns langsam zurück auf den Rückweg. Aber wow, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Und dann war das Ganze von unten zu sehen. Hold on to moments that we've shared. Hold on if all we have is just each other. Everything will be fine. Just hold on. Just hold on. So, wir haben es jetzt wieder zurückgeschafft und müssen jetzt immer hoch zu Nessie laufen. Es waren 10 Kilometer. Also paddeln. Paddeln. Ja. Es war doch schon anstrengender als gedacht, muss ich sagen. Mm. Ich dachte, es wird easy, aber nee, auf war schon ganz schön weit auch. Also, ja. Ja. Jetzt laufen wir irgendwie nochmal einen Kilometer da einen Hügel hoch und dann sind wir in Nessie. Und dann brauchen wir erstmal was zum Mittag, weil ich habe auch schon wieder Hunger. Ja, aber das Zapfen da oben zu tragen wird auch noch richtig nervig. Aber ja. Naja, let's go. Wir haben es endlich geschafft, das Ding hochzutragen. Es war jetzt ein Kilometer, es war ziemlich schwer, aber jetzt kannst du wenigstens ganz in Ruhe in der Sonne noch ein bisschen trocknen. Dann räumen wir noch alles fix zusammen und machen heute einen 4-Stunden Fahrtag draus. Was wir dann erleben, das seht ihr nächste Woche. Aber ich muss echt sagen, hier war richtig, richtig cool und ein absoluter Geheimtipp und eine Empfehlung. Kommt hierher und macht das. Es ist tipptopp. Ja. Ciao, wir sehen uns.